Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 36. Lesung des wunderbaren Buches aus 1853 von James Aitken Wylie, einem, finde ich persönlich, der besten protestantischen Autoren des 19. Jahrhunderts. Zu dem Buch von 1853, des Genius des Papsttums, ja, oder das Doppelgesicht des Papsttums, seine Genialität und sein Wirken und sein Schaffen und seine Existenz, wie es aufgebaut ist, und ein ganz, ganz wunderbares Buch. Es gibt so viele wunderbare Bücher über dieses und vergleichbare Themen. Ich habe heute während meiner Taxifahrt weiter geschmökert in dem Buch von Ronald N. Cook, The Puritan and Reformational View of the Antichrist. Ich kann das nur jedem empfehlen, der Englisch kann, sich das Buch zu besorgen. Absolut Bombe, was ich da auf Seite 160 bis 65 durchgelesen habe über die Taboriten, ein Volk, die ich noch niemals gekannt hatte, die anscheinend so aus den Hussiten auch vorgegangen sind, wie die verfolgt wurden. Und auch der Beginn der Inquisition. Ihr wisst ja, ich lese das Buch von Henry Charles Lea, oder die Bücher, die ich ja eigentlich mal lesen wollte, 3 Bände, Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lea. Das ist schon ein sehr gutes Buch, aber was der kompakt auf ein paar Seiten über die Inquisition geschrieben hat, super interessant. Zum Beispiel auch etwas, was ich schon früher mal gelesen hatte, aber was mir irgendwie dann doch aus dem Gedächtnis entfallen war. Die Dominikaner, die wurden ja benannt nach dem Dominikus, der die im Grunde errichtet hat, im 12. Jahrhundert, meine ich, 11. 12. Jahrhundert, ein Bettelorden, und man spricht dann halt von den Dominicans im Englischen, Dominicans. Domini, das ist wie Gott, Gottheit, und Canis aus dem Lateinischen Hund. Die Hunde Gottes wurden die auch genannt bei der Inquisition. Also das sind schon sehr interessante Fakten, auf die man dann hier und da mal stößen, dass dann vielen Dingen wieder ein ganz anderes, viele Dinge in ein anderes Licht stellt oder Dinge in ein anderes Gesicht gibt. Aber wie gesagt, mit Gesicht, Doppelgesicht des Papsttums, da beschäftigen wir uns heute mit. Und wie es inzwischen mehr oder weniger Tradition ist, bevor wir uns damit beschäftigen, kann ich uns dieses Mal wieder ein wunderbares Lied von Bruder Alexander vorstellen, der das zusammen mit seiner Tochter eingesungen hat. Ich kann euch nur sagen, also mir sind schon fast die Freudentränen gekommen, als ich das gehört habe. Ich hoffe, euch geht's auch so, und deswegen stimmen wir die Sendung heute damit jetzt ein. Ich denke, da ist technisch irgendwas verkehrt gegangen, weil das war ganz leise. Das kann durchaus sein, dass ich das nachher nochmal schneiden muss. Michael, kannst du mal kurz was sagen, bitte, dass ich dein Audio checken kann? 21, 22. Ja, super, du bist gut drauf, aber das Video war zu leise. Kann sein, dass ich das hier rausschneide und wenn das zu leise war, und dann werdet ihr das ja sehen, dann geht es damit dann nachher weiter. Ja gut, also das Video bleibt da drin, aber ich setze an die Stelle das, was ich hier gespielt habe, ein anderes rein. Da muss Michael mir mal zeigen, wie das geht. Das hat er mir schon mal gezeigt, aber ich kann solche technischen Dinge immer nicht behalten. Naja. Aber er wird da kein Problem mit haben, mir das zu zeigen. Also, wir gehen heute in das nächste, das 14. Kapitel auf Seite 299 für diejenigen, die in der eigenen Kopie dieses Originalbuches in Frakturschrift mitlesen, das ja von dem Marius übersetzt oder übertragen wird in ein Buch mit lateinischer Schrift. Mal eben sehen, ob meine Stimme denn laut genug aufgenommen wird hier, sonst habe ich ja wirklich ein Problem. Ne, das wird wohl laut genug aufgenommen. Ja, und also in diesem Original ist es halt der 299 und das 36, die 36. Lesung geht über Buße und Beichte, das 14. Kapitel. Ein sehr interessantes Thema, wo wir so gut wie gar nichts von in der Bibel zurückfinden, und deswegen wird es sehr interessant. Wieder einmal das Papsttum ins Scheinwerferlicht gestellt als eine absolut gegenbiblische Tradition, ein gegenbiblischer Aberglauben, das ist die römisch-katholische Kirche. Und wenn ihr sagt, Jörg, das ist nicht so, das ist alles richtig, das ist alles biblisch, dann folgt doch mal dieser Lesung und widerlegt dann, was hier gesagt wird. Der geheimnisvolle Mechanismus des römischen Kirchentums bereitet die Menschen ohne sonderliche Mühe von ihrer Seite für den Himmel zu. Also ohne, dass sie selbst irgendwie viel machen müssen, viel Mühe machen müssen, werden die Menschen durch den Mechanismus, durch die Tradition und die Werke des römischen Kirchentums für das ewige Leben vorbereitet. So bewährt, also behauptet die römisch-katholische Kirche zumindest. Gegen die Schrift wird freilich dem Tun des Menschen ein übergebührlicher Wert beigelegt, aber diese schwere Arbeit nimmt die Kirche ab. Sie teilt den Menschen ihren Reichtum an geistlichen Gaben mit und wird dafür mit dem irdischen Reichtum ihrer Glieder ausgestattet. Ja, so sollte man vielleicht den Satz von Jesus Christus verstehen, als er sagte, legt eure Schätze im Himmel an, wo weder Motten noch Rost sie fressen können oder Diebe sie stehlen können, so, anstatt euch Schätze im Himmel, anstatt euch Schätze auf der Erde anzulegen. Ja? Deswegen sagt der Autor, sie teilt den Menschen ihren Reichtum an geistlichen Gaben mit, also wir kriegen von der Kirche diesen geistlichen Reichtum, wo Jesus Christus sagt, wir sollen unsere Schätze im Himmel anlegen, nicht wir sollen irgendwas von hier kriegen und das im Himmel anlegen, und wird dafür mit irdischen Reichtümern ausgestattet. Also mit anderen Worten, die Kirche sagt, gebt mir all den Reichtum hier auf dieser Erde und ich gebe euch dafür Reichtum im Himmel, den wir uns nicht selbst besorgen, durch selbst unsere guten Taten zu tun. Und ich meine damit jetzt nicht, dass für die Erlösung gute Werke nötig sind. Nein, aber vergesslich, in der Bibel steht ganz deutlich geschrieben, ohne Werke ist der Glaube auch tot. Der Glaube widerspiegelt sich in den Werken, die man macht. Und die guten Werke, die man macht, die geben uns einen Schatz. Aber das ist ein geistiger Schatz und den legen wir besser im Himmel an. Genau das hat Jesus Christus gemeint. Die Kirche sagt, ich gebe euch den Schatz für den Himmel und in der Zwischenzeit gebt ihr mir euren irdischen Schatz, die irdischen Reichtümer. Also mit anderen Worten, hier in der Erde lebt in Sack und Asche, in Elend und in Sklavenzuständen, dass es mir, der Kirche, gut gehe. Und dafür sorge ich dann, dass es euch im Himmel gut geht. Na, wer das glaubt, dann sage ich viel Spaß beim Aufwachen am Tag des Gerichts. Dann werdet ihr ja sehen, was ihr von dem Versprechen halten könnt. Das Bußsakrament ist der Kanal, durch welchen das Blut Christi in die Seele fließt und die nach der Taufe entstandenen Flecken hinwegwäscht. Das sagt der schon so oft zitierte Tridentiner Katechismus. Man dürfte wohl noch hinzufügen, dass es auch der Kanal ist, durch welche des Volkes Geld in der Kirche Schatzkammer strömte, zum Teil noch strömt. Ja, er spricht hier von 1853 und wir wissen, dass das heute immer noch strömt. Es gibt da so ein Beispiel von der Karen Hudes, die man auch mit Vorsicht genießen muss. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich kann ja mal sehen, ob ich da ein Bild von raussuchen kann. Karen Hudes, müsste ich ein Bild haben. Eine ehemalige Mitarbeiterin der Weltbank, die in verschiedenen Interviews gesagt hätte, ja, 60% der Einkommensteuer der Amerikaner geht direkt an den Jesuitenorden. Und der Rest geht sowieso direkt nach Rom. Das ist hier die Karen Hudes. Hier gibt es noch ein Bild von ihr. Ja. World Bank Insider Whistleblower ist sie. Ja, also ein Insider aus der Weltbank, die also da die, wie sagt man das im Deutschen, weiß ich jetzt gar nicht, Whistleblower, wie sagt man das denn im Deutschen? Ein Verräter eigentlich, ne? Wisst ihr irgendwie, was für ein Wort es für die Deutschen, für in Deutsch gibt, für Whistleblower? Also jemand, der im Grunde ja Geheimnisse da ausposaunt. Enthüller oder Aufdecker. Ja, Enthüller oder Aufdecker, ja, die also enthüllt, welche Dinge da hinter den Kulissen der Weltbank vorgehen. Diese Karen Hudes behauptet also, dass so wahnsinnig viel Geld heute immer noch A, direkt an die Jesuiten und B, auch noch an Rom geht. Also das ist nicht nur zur Zeit von James Aitken Wylie in den 1850er Jahren, wo er das hier schreibt, sondern das ist heute immer noch so. Ja, da könnt ihr ganz sicher von sein. Denz, der Historiker, den wir schon öfter gelesen hatten hier, erklärt die Buße als dasjenige Sakrament des neuen Bundes, durch welches die Getauften, aber wieder in Sünde gefallenen, wegen ihrer Reue und ihres Bekenntnisses die Lossprechung von Sünden durch einen bevollmächtigten Priester erhalten. Die Frage ist, warum gibt es einen bevollmächtigten Priester, der die Menschen durch Reue und nach Bekenntnis von ihren Sünden freisprechen kann? Wo ist das biblisch begründet? Das Tridentiner Konzil fordert bei Strafe des Bannes, also der Verbannung, der Verdammung, bei Strafe des Bannes den Glauben, Zitat, dass der Herr nach seiner Auferstehung das Sakrament der Buße damals eingesetzt habe, als er seine Jünger anblies mit den Worten, nehmet hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Ende Zitat aus Johannes Kapitel 20. Nun, ich will da gar nicht bestreiten, dass Jesus Christus das gesagt hat. Ich will auch nicht bestreiten, dass die Apostel damals in der Zeit die Möglichkeit hatten, tatsächlich Sünden zu erlassen. Was ihr auf Erden bindet, das ist auch im Himmel gebunden, und was ihr auf Erden befreit, das ist auch im Himmel frei. So in der Richtung hat er das gesagt. Das ist richtig, das hat er aber zu den Aposteln gesagt. Es steht aber nirgendwo in der Bibel geschrieben, dass die Apostel Nachfolger haben. Es geht nur um die originalen Menschen, 12 an der Zahl, die einschließlich Paulus, dem Jesus Christus auf der Straße nach Damaskus begegnet ist, die ein persönliches Verhältnis mit Jesus Christus hatten. Die Apostel, da geht es drum, und das ist mit denen ausgestorben. Ja? Da steht nirgendwo in der Bibel, dass die Gaben, die den Aposteln im Pfingsten durch die Übergabe des Heiligen Geistes gegeben wurden, wie auch zum Beispiel das Sprechen in anderen Sprachen, dass so etwas vererbt wird auf andere, also zum Beispiel auf ihre Nachkommen, ne, wenn wir davon ausgehen, dass einige der Apostel vielleicht verheiratet waren und Kinder hatten. Von Petrus wissen wir es ja sicher, dass er verheiratet war. Ob er Kinder hatte, das ist nicht irgendwo festgehalten, meines Erachtens doch nicht. Auch von anderen Aposteln wüsste ich es jetzt persönlich nicht, und weiß ich auch nicht, ob das irgendjemand mal studiert hat. Aber die römisch-katholische Kirche sagt, ja, Petrus war der erste Papst, er war der erste Bischof von Rom, und der hat durch Handauflegen oder was weiß ich wie das Apostelamt dann halt weitergegeben an seinen Nachfolger. Ich frage mich, wie er das denn gemacht hat, wenn er nach ihrer Geschichte über Kopf gekreuzigt wurde in Rom, wie er dann da jemandem durch Handauflegen den Heiligen Geist, den er selbst hatte, hätte eingeben können. Also das ist alles eine einzige Hokuspokus-Geschichte. Aber dieser Bibeltext ist ja nun mal richtig. Nehmet hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Ja, aber das ist, was Jesus Christus zu den Aposteln gesagt hat. Das hat er zu niemand anderem gesagt. Und die Apostel hatten auch nicht die Macht oder die Fähigkeit, diese Gabe jemand anderen zu geben. Das steht nämlich auch nirgendwo geschrieben. Das heißt, sie waren wirklich die Auserwählten. Schaut, Der Punkt ist ja, Jesus Christus hat die 70. Jahrwoche von Daniel vollkommen erfüllt, und zwar 3,5 Jahre im Fleisch und 3,5 Jahre im Geist. Nun, keiner bezweifelt, dass im Evangelium geschrieben steht, dass Jesus Christus an bestimmten Stellen im Evangelium Menschen die Sünde vergeben hat. Er hat Menschen geheilt, aber er hat sie nicht geheilt, hat gesagt, von geh, du bist geheilt, sondern hat gesagt, geh, deine Sünden sind dir erlassen und dadurch warst du geheilt. Der Blinde zum Beispiel und solche, da gibt es ja Beispiele genug, das will ich jetzt gar nicht alles anführen. Da geht es auch nicht drum, aber jeder weiß, dass Jesus Christus durch seine Taten Menschen Sünden erlassen hat. Und die Juden haben auch damals zu ihm gesagt, deswegen wollen wir dich verurteilen lassen, deswegen wollen wir dich kreuzigen, weil du als sündiger Mensch sagst, du kannst Sünden erlassen. Du machst dich selbst zu Gott. Diese Gotteslästerung. Deswegen wollen wir dich kreuzigen. Nicht wegen deiner Werke, aber weil du das sagst, weil du das tust. Also Jesus Christus hat ganz deutlich in den 3,5 Jahren seines Ministeriums im Fleisch Sünden erlassen. Und wir wissen, Sünden erlassen kann nur Gott. Also haben wir auch hier einen Beweis, dass Jesus Christus Gott ist, für diejenigen, die daran zweifeln. Aber jetzt kommt der Punkt. Jesus Christus hat hier auf seine Apostel Wind geblasen, wie auch immer, den Heiligen Geist übergeblasen und hat sie mit denselben Fähigkeiten ausgestattet, die Sünden zu erlassen, die er hatte in der Zeit, als er hier im Fleisch gewandelt war, dass sie die 3,5 Jahre erfüllen, wenn Jesus Christus bereits im Himmel ist. Das heißt, 3,5 Jahre Erfüllung der 70. Jahrwoche Jesus Christus im Fleisch, 3,5 Jahre der Erfüllung Jesu Christi Ministerium im Geist, bis durch die Steinigung von Stephanus das Evangelium an die Heiden ging. Dazu war es jetzt spreche ich hier flämisch, ich komme das deutsche Wort eben nicht an. Dafür war es unerlässlich, dass die Apostel dieselben Gaben haben mussten, also dieselben Fähigkeiten haben mussten, wie Jesus Christus das hatte. Ist doch logisch, oder? Wenn Jesus Christus, das ist Jesus Christus sein Ministerium, nur er wirkt im Geiste durch die Apostel, anstatt im Fleisch selber. 3,5 Jahre im Fleisch selber, 3,5 Jahre im Geist durch die Apostel. Da muss der Geist aber auch dieselben Fähigkeiten haben wie der Mensch, sonst macht es ja keinen Sinn. Sonst wäre es ja auch keine 70. Jahrwoche. Ja, sonst wäre da ja noch ein Teil unerfüllt, zumindest dann die 3,5 Jahre. Ist aber nicht. Jesus Christus hat den Aposteln die Macht gegeben, um die Sünden zu erlassen, genauso wie er sie erlassen hat. Er hat seinen Aposteln mit anderen Worten so sehr vertraut, dass er sagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Aber das ist eine Fähigkeit, die hatten nur die Apostel. Die ist nicht übergegangen auf irgendjemand anders. Das steht nirgendwo drin. Ja, die römisch-katholische Kirche interpretiert das gerne so. Aber die Bibel sagt ganz deutlich, dass die Schrift nicht für eigene Interpretation zugelassen ist. Was macht das denn dann bitte schön mit der Lehre der römisch-katholischen Kirche? Genau. Der Punkt ist also, Jesus Christus war die komplette Erfüllung der 70. Jahrwoche von Daniel. 3,5 Jahre im Fleisch, 3,5 Jahre im Geist. Und deswegen ist natürlich auch die Fähigkeiten, die er im Fleisch hatte, müssen dann im Geist fortgesetzt werden. Und dafür hat er seine Apostel gebraucht. Deswegen hat er ihnen den Heiligen Geist übertragen. Ich hoffe, dass das deutlich und verständlich ist. Ich habe da so auch noch nie drüber nachgedacht, aber das sind eben die Dinge, die man so versteht, wenn man das jetzt auf einmal hier so liest. Ich verstehe das zumindest so. Das nennt sich apostolische Sukzession im Übrigen. Ja, das ist, was die römisch-katholische Kirche davon macht, ne? Über den Petrus. Genau, ne? Und das steht auf Wikipedia, das muss ich jetzt glauben, die kontinuierliche Weitergabe des Sendungsauftrags der Apostel und deren Nachfolger bis in die Gegenwart. Und legitimiert die Traditio Apostolica, die treue zur urchristlichen Tradition und unverfälschte Weitergabe der Glaubensinhalte. Das heißt, hier steht es im dritten Satz übrigens auch drin, im Neuen Testament wurden die Apostel durch Jesus Christus ausgesandt und mit Vollmacht ausgestattet, die Kirche zu leiten. Diese gaben ihre Sendung weiter, woraus sich nach der Tradition der frühen Kirche das Bischofsamt entwickelte. Durch eine ununterbrochene Kette von Handauflegungen gelten die Bischöfe in den vorreformatorischen Kirchen bis in die heutige Zeit als Nachfolger der Apostel. So, und das können wir ja anhand der ganzen nicht verifizierbaren Bischöfe und Päpste ja dann auch ja, dementsprechend dann auch mal gerade rücken, wie es da ist. Und nochmal, wenn jemand sagt, wenn in der Bibel geschrieben steht, dass die Apostel mit der Vollmacht ausgestattet sind, dann kommt diese Vollmacht von Gott. Richtig, von Jesus Christus in dem Augenblick, ja. Ja, das ist ja dasselbe, wenn er Sohn Gottes ist. Ne? Und, und demzufolge ist es so, dass die Apostel Menschen waren, die mit der Vollmacht durch Gott ausgestattet sind. Und Menschen haben keine Vollmacht, göttliche Inhalte weiterzugeben. Und daher beißt sich die Katze ab hier ohnehin schon in den Schwanz. Guter Punkt, Michael. Ja, ich meine, wenn ich Jesus Christus als Gott anerkenne, dann kommt die Vollmacht von Gott. Dann ist es aber eine ganz, ganz weite Kluft bis zu einem Apostel hin. Die haben ja nur die Vollmacht von Gott bekommen. Aber die haben ja nicht die Vollmacht, Gott zu spielen. In dem Moment, wo sie diese Vollmacht weitergeben würden, würden sie ja selber Gott sein oder gottähnlich sein. Gut erkannt. Ne? Ja, da ist natürlich der Denkfehler der römisch-katholischen Kirche drin. Ne? Da ist die Interpretation der römisch-katholischen Kirche, die etwas anderes ist als das, was die Wahrheit ist, als das, was geschrieben steht. Die römisch-katholische Kirche interpretiert die Bibel so, dass es ihr in den Kram passt. Ne? Der Teufel zitiert auch die Bibel, aber nur dann, wenn es ihm passt. Und das ist hier ganz genau dasselbe. Ja? Und ich finde das sehr gut, dass du diese Punkte hier angeführt hast, zur Unterstützung des Themas, was ich hier hatte, weil ich habe da selbst auch noch nie so im Grunde bei stillgestanden, aber es ist doch hier ganz deutlich, nehmet hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Er sagt hier nicht, denen ihr die Sünden erlasset und all denen, denen ihr das weitergebt, bis in alle Ewigkeit, denen sind sie erlassen, sondern er sagt ganz deutlich, dass nur die Apostel selber diese Macht haben. Ja? Diese Vollmacht, wie Michael das gerade eben gesagt hat, wie es in der Bibel wohl steht. Ja? Dass die Apostel eben die Vollmacht bekommen hatten. Von Jesus Christus. Ja. Ich habe jetzt nicht den Originaltext im Kopf, aber es hieß ja so, ich gebe euch die Vollmacht, auf Skorpione zu treten. Ich muss jetzt mal eben gucken, wo das steht, aber das... Ich weiß, dass es da steht, aber Vollmacht heißt die volle Macht, ne? Also die Macht, wie dazu arbeiten wie Jesus Christus selber. Also in Vollmacht heißt letzten Endes mit der kompletten Autorität. Ich gebe euch die Vollmacht. Es kann aber einer die Vollmacht geben, der die volle Macht hat. Und ein Mensch, der sterblich ist, der zu Staub wird, wie es in der Bibel steht, ja schon in dem ersten Genesis drin, ja? Mhm. Der kann halt letzten Endes da nichts weitergeben, nichts Geistiges, denn er wird ja wieder zu Staub. Richtig. Er ist ja letzten Endes nicht Gott. Er sitzt ja nicht zur Rechten Gottes. Er ist ja auch, es gibt ja auch keinen der Apostel, die nachweislich in irgendeiner Art und Weise jetzt bezeugbar aufgefahren wären in den Himmel. Nee. Ja, auch Petrus nicht. Nee. Und wenn jemand jetzt kommt, so von wegen, ja, da ist der eine weggenommen worden, also hinweggenommen worden. Aber kein Apostel. Ja, eben. Erstens kein Apostel und zum Zweiten heißt hinweggenommen eben nicht im Himmel zu sitzen. Das heißt nur, dass er dann nicht mehr da war. Aber ich kann noch etwas wegnehmen und keiner weiß, wo es ist. Also ich will jetzt da gar nicht... ja, das ist wie mit den Geschichten von Elias, den du wohl meinst, und auch mit Henoch. Ne? Genau. Und von keinem steht ganz deutlich geschrieben, von dass er in den Himmel aufgefahren ist. Nee. Wurden weggenommen oder ward nicht mehr gesehen oder was auch immer. Oder Gott hat ihn zu sich genommen oder irgendwas in der Richtung macht da stehen. Aber da steht nicht, dass irgendeiner in den Himmel gegangen ist. Nein, in der Bibel steht nur drin, keiner ist in den Himmel gegangen, außer dem, der aus dem Himmel gekommen ist. Jesus Christus. Ja, und diejenigen, die sagen von, ja, Jesus Christus war nicht Gott, ja, dann macht ihr Jesus Christus zum Lügner und zum Gotteslästerer. Weil dann würde das ja sagen, dass wenn er zu denen, denen er die Sünden erlassen hat und die er dadurch geheilt hat, dadurch, dass er ihnen die Sünden erlassen hat, dann würde das ja heißen, dass er ein Betrüger gewesen ist. Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn man da irgendwo etwas selbst hineininterpretiert, dann nimmt man dem ganzen Neuen Testament die Göttlichkeit Jesu Christi. Richtig, und das ist ja auch genau der Punkt. Das heißt, wenn man sich selber da anmaßt, der Nachfolger Jesu Christi zu sein, dann muss man natürlich auch von vorne anfangen. Das heißt, man muss natürlich auch sagen, ja, wir stehen jetzt hier in der Tradition, wir stehen sozusagen in der Genealogie von Jesus Christus, weil die römisch-katholische Kirche sich ja auf Petrus beruft. Ja, nur kein einziger der Apostel hat sich meines Wissens nach jemals Vicarius Filii Dei genannt. Ja, das kommt da hinzu. Ich meine, die hätten sich wahrscheinlich auch jetzt sehr gesträubt, einen lateinischen Titel anzunehmen. Ne? Ja gut, aber selbst wenn das jetzt in einer anderen Sprache ist, wenn das jetzt in Griechisch gewesen wäre oder was, keiner der Apostel hat sich aufgrund der Gabe vom Heiligen Geist, die sie hier durch Jesus Christus bekommen haben, Nachfolger Jesu Christi genannt. Oder Stellvertreter von Jesus Christus. Nee, weil Antichrist heißt nicht nur gegen Christus, wie wir das so allgemein bekannt immer gedacht wird. Nein, das griechische Wort Anti heißt anstelle von. Und wenn die Apostel hier den Heiligen Geist bekommen haben und Sünden erlassen können wie Jesus, dann tun sie das anstelle von Jesus. Aber trotzdem hat kein einziger Apostel sich jemals Jesus Stellvertreter genannt. Die Berufung der 12 Apostel, Markus 3, 13. Zitat. Und er stieg auf den Berg, also Jesus, und rief zu sich, welche er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Und jetzt folgt eben noch die Aufzählung der 12. Er bestimmte, wer die Vollmacht haben sollte. So, und das waren die 12. Und 12 ist nun mal halt einfach die Zahl der Apostel und 12 hat natürlich auch noch eine ganz andere Bedeutung. Gibt ja noch ganz 12 Stämme und so weiter, solche ganzen Sachen. Also 12 ist dann auch die Verkommenheit, die Abgeschlossenheit und damit haben wir letzten Endes dann diejenigen, die die Vollmacht haben von Gott selber. Wenn ich aber natürlich Jesus Christus nicht als Gott selber sehe, dann kann natürlich jeder irgendetwas weitergeben. Das kenne ich ja vom Reiki. Ne? Da gibt man ja dann auch sogenannte, in Anführungsstrichen, Fähigkeiten, Ausrufezeichen, Anführungsstrichen oben, dann weiter. So, und das ist letzten Endes hier bei göttlicher Vollmacht eben nicht möglich. Das heißt, göttliche Vollmacht, also Reiki ist nur so schmand, aber Vollmacht haben diejenigen, die er auserwählt hat und nicht diejenigen, die haben wollen, sondern diejenigen, die er auserwählt hat, diese 12. Und diese 12 hatten nicht die Vollmacht, diese Sachen weiterzugeben, nämlich das genau steht eben nicht im Neuen Testament drin. Den Punkt hatte ich auch gerade schon gemacht. Ja, ganz eben, genau, das eben. Steht da eben nicht drin. Das hängt die römisch-katholische Kirche mit ihrer, zwischen Anführungszeichen, Tradition da immer gerne mit zu. Also da steht nicht nur, nicht, dass die nach der Aufzählung und eure Nachfolger, da steht auch nichts von irgendeinem Ritual der Handauflegung. Woher haben Sie das wieder herbeigezaubert? Das wird wohl auch aus dem Reiki kommen. Ja, ja. Oder irgendeine andere heidnische Tradition. Aber wie gesagt, alleine schon dieser Punkt mit Petrus war der erste Papst, ja, der dann ja seine apostolische Nachfolge seinem Nachfolger gegeben hat, durch Handauflegen. Wie macht er das denn, wenn die Römer ihn angeblich doch über Kopf in Rom gekreuzigt haben? Dann sagt er so von, ey, komm mal her, du bist mein Nachfolger, komm mal schnell her, sich dir schnell die Hand auflegen kann, oder was? Das hat er irgendwann vorher gemacht, wo er dann schon Bischof von Rom gewesen ist, angeblich. Ach so, ja, gut. Also, ja, jetzt, das heißt, also, das ist halt nur, dass Paulus hat ihn ja auch nicht benannt. Paulus hat ja ihn nicht benannt, als er da nach Rom gereist ist. Ne? Ja, Paulus hat 25.000 Menschen gegrüßt, aber Petrus komischerweise nie, ja. Ja, 25.000 waren es, glaube ich. Ich habe jetzt übertrieben. Ne? Ja, ja, deswegen. Ne, das, aber Matthäus 7,29 spricht über Jesus. Es war sarkastisch gemeint, dann darf man sowas mal sagen. Ja, es ist gut, wenn das andere auch wissen. Matthäus 7,28 und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. Ja, können wir ja gerne mal, das heißt Exousia, dieses Wort bezeichnet die Freiheit und das Recht zu handeln, die Macht und die Autorität, die jemand hat. So, also wenn ich jemandem Macht und Autorität verleihe, dann muss ich selber eine sein. Ja, richtig. Aber verleihen, Vollmacht verleihen jemand. Ich gebe euch die Vollmacht, das ist etwas verliehen, also verliehen meinetwegen auf Lebenszeit, aber das kannst du eben nicht mitnehmen. Ja, es ist eben auch nur verliehen, ne? Es ist nicht mein Eigentum, ich habe es nur in Besitz, ne? Um damit umzugehen, wie mir aufgetragen ist. Das kann man ja, das kann man ja jetzt fast schon auf Offenbarung 13 übertragen, wo es mit dem Antichristen dasselbe ist, ne? Der Drache hat ihm die Macht, den Sitz und die Autorität gegeben, ne? Da gibt der Drache das, was ihm gegeben ist, ne? Wir wissen ja aus Lukas 4, dass der Teufel zu Jesus sagt, all das gebe ich dir, denn mir ist gegeben, es zu geben, wem immer ich will. Dass der Teufel das auch nur deswegen kann, weil ihm gegeben ist, aber Dem Teufel ist es gegeben, mit der Möglichkeit, es dem zu geben, den er will. Jetzt spinnen wir die Geschichte doch mal ein bisschen weiter. Wenn die römisch-katholische Kirche ja die Synagoge Satans ist, und wenn der Satan dem Antichristen die Macht, den Sitz und die Autorität gibt, wie in Offenbarung 13 geschrieben steht, dann ist ja vielleicht die ganze Geschichte der Sukzess, apostolischen Sukzession und diese ganze Sache ja vielleicht deswegen, weil eben der Drache der Kirche eben die Macht gegeben hat. Ja, und jetzt mal so viel zu den deutschen Übersetzungen. Ich gucke mir gerade hier im eSort den Lukas 9,1 an und Power, also Macht ist da, also Vollmacht, ist da ganz anders übersetzt. Und zwar kommt das von dem Wort, jetzt halte ich fest, Dynamis. Erinnerst du dich noch an Dynamo? Ja. Ja, so, das heißt Force, also Kraft, literally oder figurativ, specifically miraculous power. Ne? Also spezifisch eben mirakulöse, also geheime Macht. Ja, ja, genau, genau. Ne? Also Wunderkräfte. Ja? Ja. Ja, gut, aber ja, aber du musst, wenn du mit Vollmacht arbeitest, wenn du jemandem die Vollmacht gibst, dann musst du ja über ihm stehen. Das heißt, Jesus Christus ist über den Jüngern gestanden. Damit ist schon klar, dass er eben kein normaler Mensch sein kann. Sonst könnte er keine Vollmachten geben. Wenn aber die Jünger dann eben unter Jesus Christus stehen, sind das Menschen. Weil Jesus Christus war Gott im Fleisch, also sind das Menschen, also haben die keine göttlichen Fähigkeiten, die haben die Sachen verliehen bekommen von dem Gott im Fleisch. Aber es steht nicht drin, dass sie weitergegeben worden sind, noch steht drin, dass diesejenigen jetzt auch irgendwie zu Göttern geworden sind, weder auferstanden sind noch irgendetwas, und damit ist der Fall eigentlich auch geschlossen. Biblisch ja, aber wenn wir uns die römisch-katholische Kirche angucken, nein, weil dann haben wir im Grunde genau hier die Legitimation, sage ich jetzt mal, der römisch-katholischen Kirche, warum sie behauptet, dass die Bischöfe die Macht heute immer noch haben. Gut, dann drehen wir es mal um in den Menschlichen und sagen ganz einfach, okay, wer erwählt die Bischöfe, Gott oder die Menschen? Ja, die Menschen natürlich. Eben, so. Jesus hat seine 12 erwählt und ihnen die Vollmacht gegeben. Richtig, ja. Aber die Menschen wählen den Papst. Und die nicht Menschen, Gott. Nee, die Menschen, ja, und geben dem Papst auch die Macht, die er hat. So, und die Bischöfe und alles, Kardinäle werden ernannt, aber nicht bevollmächtigt von oben. Natürlich funktioniert das nur, weil die katholische Kirche ja behauptet, sie wäre der Nachfolger von Jesu Christi. Deswegen gibt sie sich natürlich auch die Autorität, dieses da zu tun und zu ernennen. Mhm. Ja, okay. Wenn sie die aber hat, warum muss dann der Papst gewählt werden? Naja, aber wie gesagt, die Macht bekommt sie ja, wie in Offenbarung 13 steht, vom Drachen. Die Macht, den ja, Sitz und die Autorität. Ja, aber das wissen ja die Katholiken nicht. Die beziehen das ja nicht auf die katholische Kirche. Sollten die Katholiken mal Offenbarung 13 lesen, da steht es doch drin. Ja, natürlich, aber die sehen ja nicht das als römisch-katholische Kirche als das Problem, sondern die sehen das Problem ja dann in den abtrünnigen Kirchen. Die drehen das ja wieder um. Hm. Aber für uns jetzt, wenn wir das verstehen, dass die römisch-katholische Kirche ihre Legitimation damit machen kann, weil eben der Drache der römisch-katholischen Kirche und der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche, also Bischöfen, Kardinälen, dem Papst, die Macht, den Sitz und die Autorität gegeben hat, wenn der Teufel das der Kirche gibt oder dem Papst, dem Antichristen, dann hat der auch die Macht, das weiterzugeben. Das ist was anderes. Das wird eine ganze Sendung über sich. Wir müssen natürlich hier auch unterscheiden in Macht und Vollmacht. Ne? Macht kann natürlich auch ein Volk einem Herrscher geben, indem sie sagen, okay, hier Frau sowieso, regiere uns. Ja, das natürlich auch, dann verleiht das Volk dem Repräsentanten die Macht. Aber Vollmacht mit Miraculous Power übersetzt, das bedeutet, vor allen Dingen, wenn es Jesus macht, das bedeutet dann einfach Divine Power. Ja, und das ist eben nicht so, dass, wie Maharishi Mahesh Yogi erzählt, damals der Guru der Beatles, everybody has divine powers, eben nicht. Ja, dann wäre ja jeder Gott. Ja, das ist ja die Lüge der Schlange im Garten, das wissen wir ja inzwischen. Ja, eben. So, und deswegen kann halt ein Mensch einem anderen Mensch keine Macht geben, also keine Vollmacht, keine göttliche Vollmacht geben. Das funktioniert nicht in dem Punkt, dass Jesus hat ja seine Apostel dazu bestimmt, in seinem Namen, ja, Vollmacht gegeben, halt das Evangelium weiterzutragen, aber er hat nicht Vollmacht gegeben, anderen Menschen diese Fähigkeiten weiterzugeben. Die Macht, die der Drache dem Biest gibt, ist ja auch keine göttliche Macht, sondern nur die Macht, die er selber bekommen hat. Und der Satan selbst hat ja keine göttliche Macht, das wissen wir ja auch. Er kann ja auch nichts. Er arbeitet ja aber doch sowieso nur im Auftrag. Ja, er kann ja auch nichts schaffen, zum Beispiel. Ne? Also der Satan, der selbst ein geschaffenes Wesen ist, ist ja selbst einer, der kann zwar das weitergeben, was ihm gegeben ist, um es zu geben, an wen er will. Das kann er machen und diejenigen können damit verfahren, wie sie wollen. Das sollten sie dann besser in seinem Sinne tun, weil wenn sie das nicht tun, dann werden sie ganz schnell hopsa genommen, ne? JFK, wie man so schön sagen kann, oder was auch immer dann passiert, um das jetzt mal ganz deutlich zu sagen, so wie es ist. Wenn die Leute nicht im Sinne des Teufels arbeiten, dann arbeiten sie nicht mehr, dann schafft er sie weg aus dem Weg und sucht sich andere, die es wohltun. Aber er hat die Möglichkeit, die Dinge, die ihm gegeben sind, an die Menschen durchzurechnen. Und so würde ich die apostolische Sukzession erklären können, auf die die römisch-katholische Kirche sich hier beruft. Biblisch kann ich es nicht erklären. Aber ich kann es erklären, wenn ich Offenbarung 13 nehme und dann sage, wenn ich aus Lukas Kapitel 4 lese, Satan sagt zu Jesus Christus, die Dinge sind mir gegeben und ich gebe sie, wem ich will. Es ist mir gegeben, sie zu geben, wem ich will. Dann kann ich damit apostolische Sukzession erklären. Aber nicht auf eine biblische, also nicht auf eine christliche Art und Weise, sondern immer nur auf eine satanische Art und Weise. Ja, weil Jesus Christus Gott im Fleisch ist und er hat seine 12 bestimmt und denen die Vollmacht gegeben. Richtig. So. Das ist es, diese 12. Um diese 12 geht es. So, und da kann keiner in der Nachfolge der Apostel stehen. Die haben nicht Jesus Christus persönlich gekannt und die sind nicht von Jesus Christus ernannt und benannt und ausgestattet worden. Und haben nicht die Vollmacht von ihm erhalten. Und haben dementsprechend nicht die Vollmacht. Ja? Vollmacht heißt, ich habe die volle Macht von Jesus Christus. So, das kann ich garantiert nicht weitergeben, wenn ich ein Mensch bin. Dann habe ich eben nicht die Möglichkeiten zu sagen, ich handle jetzt hier wie ein Gott. Nämlich das ist genau das, was in dem Moment der Mensch sich anmaßen würde, er würde sagen, ja, meine Güte, ich bin jetzt hier berufen und naja, so ist das eben. Ne? Viele fühlen sich berufen, doch nur wenige sind auserwählt. Interessantes Thema, ne? Könnte man bei einer eigenen Sendung drüber machen. Kann man 1000 Bibelstunden drüber machen. Das Problem ist, man müsste ganz tief in die Kirchenverfassung der katholischen Kirche rein, um das jetzt alles da aufzudröseln, weil ja. Die mischen natürlich jetzt hier die Wahrheit mit deren Tradition. Ah, ja? Sie mischen also mit anderen Worten das Heilige mit dem Profanen. Mission Possible, ja, genau. Ja, sie machen genau das, wovon die Bibel sagt, es nicht zu tun. Aber warte mal, bevor du jetzt was antwortest, ich glaube, der Alexander wollte sich gerade mal melden vor ein paar Minuten. Ja, genau. Mir kommt da der Simon in den Sinn, der wollte ja diese Vollmacht kaufen. Der wollte sie kaufen, ja. Und Apostelgeschichte. Eben, das ist ja auch wieder etwas Teuflisches, er will es kaufen. Apostelgeschichte 8, ne? Das ist Apostelgeschichte, ich habe es gerade aufgeschrieben, genau 8, ja. Ja, Simon Magus. Ja, von wem hatte er denn seinen Reichtum? Ja. Von den Menschen, ne? Aus Samaria, wo er herkam, ne? Nein, aber wenn jemand ein geistiges Amt kaufen will, dann versucht jemand, das Heilige mit dem Profanen zu vermischen. Ja, natürlich. Ja. Und daher kommt ja auch das Wort Simonie, was steht für das Kaufen geistlicher Ämter, ne? Natürlich, das ist ein sehr interessanter Punkt. Und zumal, wenn wir jetzt das noch mit reinmischen, aber da kommen wir ja vom Hundertstel ins Tausendstel. Wir sollten langsam mit der Lesung hier weitergehen. Aber, ja, aber dann kommen wir ja auch. Du hast in deinen vorigen Sendungen auch gesagt, dass Simon eigentlich der Urgründer ist von dieser katholischen Kirche. Richtig, und das erkennt man dann daran auch wieder, ne? Ja, genau. Das erkennt man dann daran auch wieder. Ja, das ist ein guter Punkt von dir, Alexander, den hier nochmal eben mit zu erwähnen und mit reinzunehmen. Ja. Gut, ich will das jetzt hier ein wenig verkürzen, weil ich glaube, sonst sitzen wir ja morgen früh noch darüber zu sprechen und zu debattieren. Wir sollten aber ganz kurz noch unterscheiden, Simon stimmt, aber Simon Magus und Simon Petrus ist ein ziemlich großer Unterschied und deswegen ist natürlich dann auch so, ja, das ist ja eben die Haarspalterei überall, ja. Aber Simon stimmt dann auch wieder, ja. Simon hat dann eine Kirche begründet, ja, aber welcher Simon? Das ist halt eben nicht der, den die katholische Kirche oder nicht der, den man da so vorliest, ne? Also dann kommt die Geschichte mit Petrus und Petra. Ich höre jetzt mal auf. Auf jeden Fall ist der Simon Magus derjenige, der von Simon Petrus zurechtgewiesen wurde, ja, und abgewiesen wurde, wo er zu ihm sagte, du willst das Amt Gottes kaufen oder du willst diese Macht erkaufen, die man nicht erkaufen kann, und deswegen sei dein Geld mit dir verflucht. So was in der Richtung steht in Apostelgeschichte 8. Sehr interessantes Kapitel, und Michael hat ja zusammen mit Brett und mir nochmal eine Lesung darüber gemacht, über war Petrus in Rom oder Petrus war nie in Rom, und wer der wahre Gründer ist der römisch-katholischen Kirche auf Basis auch des Buches von Ernest L. Martin. Das könnt ihr euch ja gerne da mal anschauen. Das ist halt in Englisch, und da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ich bin dem Heiligen Geist sehr dankbar dafür, dass er mir diese Dinge gerade eröffnet hat und diese Diskussion ermöglicht hat, Diskussion ist es ja nicht mal, diese Debatte, diese Unterhaltung ermöglicht, diese Konversation ermöglicht hat, die wir hatten über dieses Thema, wo wir eben den Bibeltext als Basis nehmen, der in Johannes Kapitel 20 steht. Nehmet hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten, dass hier Jesus Christus die Vollmacht an die Apostel gibt, die er auserwählt hat und die in seinem Namen, wenn er sein Ministerium im Fleisch für 3,5 Jahre erfüllt hat, dann ans Kreuz geht, stirbt, nach 3 Tagen wieder aufersteht, sich 40 Tage hier auf der Erde zeigt und dann auffährt in den Himmel, dass er dann diese Macht seinen Jüngern übergibt, dass sie für ihn in seinem Geist die 70. Jahrwoche von Daniel beenden, bis alle 70 Wochen komplett erfüllt sind. Und wer daran zweifelt, der sollte mal Apostelgeschichte Kapitel 9 lesen. Da geht es nämlich um die Steinigung von Stephanus. Und alleine, wenn man Stephanus reden hört, wie er zu den Sanhedrin, sind das glaube ich hauptsächlich Schriftgelehrte und Pharisäer und Sanhedrin, wie er zu denen spricht, was er denen erzählt, da läuft einem, also mir läuft das eiskalt den Rücken runter, wenn ich das höre. Und sie verstehen es alle. Und anstatt es anzunehmen, reißen sie sich die Kleider vom Leib, nehmen Steine auf und steinigen ihn. So sehr können sie mit der Wahrheit nicht umgehen. Ja, und das hat Jesus Christus vorgesehen, und deswegen hat er gesagt, ihr sollt erstmal nicht zu den Heiden gehen, sondern bei den Juden bleiben. Und das Steinigen des Stephanus hat dem ein Ende gesetzt, und dann ging das Evangelium auch an die Heiden. Aber das ist ein viel weiterführendes Thema, und da werden wir uns in anderen Lesungen mit beschäftigen, hauptsächlich in der Lesung über den Endzeitwahn, die ich ja plane, die ja irgendwann auch mal kommen wird. Und jetzt wollen wir erstmal in diesem Buch noch ein klein wenig weitergehen, weil wir haben, glaube ich, noch eine kleine 20 Minuten in dieser Sendung heute, bis die Stunde voll ist. Ja, fährt der Autor fort, die heiligen Väter gehen noch weiter und behaupten, also heiligen Väter, es müsste natürlich hier zwischen Anführungszeichen stehen, gehen noch weiter und behaupten, dass ihre Lehre in diesem Punkt jederzeit so von der Kirche behauptet worden sei. Einen Beweis hierfür bleiben sie jedoch schuldig. Ja, sie könnten auch gar keinen erbringen, weil es gibt keinen Beweis. Da müssten sie diesen Beweis fälschen. Genauso wie die pseudo-isodorischen Dekretale. Genauso wie die gefälschte Schenkung von Konstantin. Sind aber alle ans Licht gekommen. Genauso würde das hier auch ans Licht kommen. Deswegen machen sie es lieber gar nicht erst, weil anstatt einen Beweis zu liefern, lassen Sie es einfach beweislos, dann kann auch der Beweis, den Sie bringen, nicht als Fälschung entlarvt werden. Das wäre nämlich schlimmer. Einen Beweis bringen, der als Fälschung entlarvt wird, ist schlimmer, als einfach keinen Beweis zu bringen. Nee, ich diskutiere doch nicht drum. Punkt. So, das sagen die. Punkt, Ende aus. Die römische Kirche behauptet ferner oder weiterhin, dass ohne das Sakrament der Buße niemand selig werden könne. Und das Konzil von Trient erklärt, Zitat, es sei für jeden nach der Taufe Sündigenden ebenso nötig wie die Taufe für den Unwiedergeborenen. Ende Zitat. Ein Satz, der von der Buße im Sinne des Evangeliums vollständig gilt, nicht aber von dem vermeintlichen Sakrament der Buße, welches was seine Form betrifft, in der von dem Priester vollzogenen Absolution besteht und was den Inhalt in Reue oder Zerknirschung, Bekenntnis und Genugtuung als Verrichtungen des Büßenden. Wir wollen diese einzelnen Teile, aus denen das Ganze bestehen soll, jetzt näher betrachten. Die Reue oder Zerknirschung nennt Denz die Traurigkeit des Gemütes und den Abscheu vor der Sünde, verbunden mit dem vollen Vorsatz, nicht mehr zu sündigen. Diese von der evangelischen Lehre über die göttliche Traurigkeit kaum abweichende Erklärung reinzuhalten, ist aber das alles verderbende Rom nicht imstande gewesen. Seine Theologen machen nämlich einen Unterschied zwischen vollkommener und unvollkommener Reue. Man nennt das, glaube ich, auch Haarspalterei. Ne? Sie spalten das immer weiter, bis keiner mehr im Grunde die ganzen Zusammenhänge begreift. Ja? Was im Anfang vielleicht noch an der Bibel messbar in Ordnung ist, verfälschen sie dann so weit, dass man es nachher überhaupt nicht mehr wiedererkennt. Erstere, also vollkommene Reue, genannt Contritio, entspringt aus der Liebe zu Gott und bei ihr empfindet der Büßende Schmerz über seine Sünde, weil er Gott dadurch verunehrt hat. Diese Art Reue, lehrt das Konzil, kann die Versöhnung mit Gott auch ohne Beichte und Absolution verschaffen. Es muss aber dann ein Verlangen nach dem Sakramente damit verbunden sein. Ohne dieses kann die Reue keine Vergebung bewirken. So, wer diesen letzten Satz nicht verstanden hat, der muss sich ganz einfach Folgendes darüber vorstellen. Es geht hier, dass diese Art der Reue eine Versöhnung mit Gott, die auch ohne Beichte und Absolution die Versöhnung mit Gott verschaffen kann, das wäre biblisch. Was aber nicht biblisch ist, ist, dass dann eben auch ein Verlangen nach den Sakramenten damit verbunden sein muss. Und hier kommen wir wieder auf die Erlösung durch Werke. Das heißt, hier wird das Sakrament der Buße mit einbezogen. Nicht nur die Reue. Schaut, die Reue, das ist biblisch. Wenn ich bereue, dann frage ich Versöhnung mit Gott, weil ich wirklich bereue, was ich getan habe. Und natürlich kann Gott mir meine Sünden nicht verzeihen, wenn ich nicht bereue. Ist ja logisch. Aber das, ohne dass ich zur Beichte gehe, ohne Absolution zu bekommen, aber ich muss das Verlangen nach dem Sakrament dabei haben, sagt die römisch-katholische Kirche. Sonst kann keine Vergebung bewirkt werden. Und genau da kommt die antibiblische Lehre an. Gott stellt sich zufrieden damit, wenn ich zu ihm komme, durch Jesus Christus und sage, ich möchte mich mit dir versöhnen, weil ich bereue, was ich getan habe. Ich bereue, was ich gegen dich gesündigt habe. Die römisch-katholische Kirche sagt ja, aber es muss das Verlangen nach dem Werk damit verbunden sein, mit dem Sakrament. Ohne dieses Verlangen nach dem Werk kann die Reue keine Vergebung bewirken. Das lehrt die römisch-katholische Kirche. Und das ist unbiblisch. Ich hoffe, dass das jetzt deutlich geworden ist, wo der Unterschied liegt zwischen Bibel und römisch-katholische Kirche. Man könnte auch sagen, der Gott ist schon damit, ist damit zufrieden, dass jemand bereut, sich zu ihm bekennt, aber für die Kirche ist das noch nicht genug. Richtig, das ist noch in etwas einfachen Worten, wo ich probiert habe, aber nicht so gut bin, manchmal diese einfachen Worte zu gebrauchen. Das ist ganz richtig ausgedrückt, Marius. Gott ist mit der Einfachheit zufrieden, dass wir vor ihm knien und um Vergebung bitten und bereuen, für was wir getan haben. Und die römisch-katholische Kirche sagt, aber du musst daneben auch nach dem Sakrament verlangen, sonst kann die Vergebung nicht kommen. Das ist genau der Unterschied. Hast du sehr gut zusammengefasst. Danke für die Hilfe. Das passt dazu. Entschuldigung. Ja. Galater 1,7 passt da gut dazu. Oh, lies dann nochmal. Während es doch andere gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel, ja, der erste Satz ist eigentlich wichtig. Ja, absolut. Und das Evangelium verdrehen von Christus. Ja, lies das nochmal. Das war ein wunderschöner Satz. Hast vollkommen recht. Ja, lies das nochmal. während es doch andere gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Nun sind etliche da, die das Evangelium von Jesus Christus verdrehen wollen. Also wenn das keine perfekte Beschreibung der römisch-katholischen Kirche ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja? Und weiterhin sagt er, es wenn aber ein anderer Bischof kommt oder ein anderer Apostel oder ein anderer, selbst ein anderer Engel, der euch ein anderes Evangelium erzählt, als das, was wir euch hier erzählt haben, glaubt es nicht. Richtig? Ist das die Stelle? Ja, genau. Ja, der sei verflucht, dann ja. Der sei verflucht, ja. Genau. Ja, wunderbar. Erstaunlich, was man aus so wenig Text im Buch so alles rausziehen kann, ne? Die unvollkommene Reue, ne, jetzt ging es ja gerade eben um die vollkommene Reue, ja, wir hatten ja zwei, ne? Die Theologen der römisch-katholischen Kirche machen einen Unterschied zwischen der vollkommenen und unvollkommenen Reue. Die erstere, die vollkommene Reue, Contritio, haben wir gerade gelesen. Jetzt kommt die unvollkommene Reue, das ist die Attritio, also anstatt Contritio, Attritio. Dagegen entspringt nach Denz nicht aus der Liebe zu Gott oder der Betrachtung seiner Güte und Barmherzigkeit, sondern aus der Erkenntnis von der Sünde, Verderblichkeit oder dem bloßen Wunsch, die Schuld los zu sein, und aus der Furcht vor der Hölle. Diese unvollkommene Reue aber, diese unvollkommene Reue oder bloße Betrübnis für sich allein kann die Rechtfertigung nicht erlangen. Seht ihr, und das ist genau eben der Unterschied, den wir gerade eben gemacht haben, ne? Die Bibel lehrt das, was die römisch-katholische Kirche als unvollkommene Reue lehrt. Das heißt, zu Gott gehen, den Wunsch haben, von der Schuld losgesprochen zu werden, durch Gott zu ehren und ihm seine oder meine Sünden zu beichten. Ihm, nicht irgendeinem Priester, sondern Gott. Diese unvollkommene Reue oder bloße Betrübnis für sich allein kann die Rechtfertigung nicht erlangen. Nach Lehre der römisch-katholischen Kirche. Sie verfehlt ihren Zweck, wenn ihr das Sakrament nicht folgt. Also mit anderen Worten, Reue ohne Sakrament ist ungültig. Das heißt, wenn sie den Menschen nicht zur Beichte und Absolution führt. Solche Betrübnis war es, welche den Niniviten, ja, da geht es also um die Einwohner von Ninive im Alten Testament, eine Stadt, die ihr ja kennt. Ich habe das zwar noch nie gelesen, aber da gibt Gott Ninive, der Stadt und den Bewohnern natürlich, eine Frist und sagt, wenn ihr in der Frist nicht euch bekehrt, dann wird es euch gehen wie Sodom und Gomorra, sowas in der Richtung. Und dann kommt der Jonas dahin und predigt und Ninive, wirklich jeder Einzelne der ganzen Stadt bekehrt sich und Gott spart die Stadt oder erspart der Stadt das Gericht, das über Sodom und Gomorra zum Beispiel gekommen ist. Ja? Deswegen lesen wir hier, solche Betrübnis war es, welche in den Niniviten durch Jonas Predigt veranlasst wurde und sie zur Buße endlich zur Erlangung der göttlichen Barmherzigkeit führte. Vollkommene Reue gibt die römische Lehre zu, könne ohne Dazwischenkunft des Priesters rechtfertigen. Vermöge der Schwachheit menschlicher Natur, werde aber diese Reue selten oder nie verlangt. Die Traurigkeit des Sünders erhebt sich höchst selten, wenn überhaupt jemals, über die Attrition, und deshalb ist denn die römische Lehre von der Buße kurz diese, Zitat, dass ohne Ohrenbeichte und priesterliche Absolution niemand hoffen dürfe, den Qualen der Hölle zu entgehen. Ende Zitat. Das fasst im Grunde die römisch-katholische Lehre in diesem Bezug sehr gut zusammen, in einem einzigen kleinen Satz. Die nächste Tat des Menschen, fährt der Autor fort, im Bußsakrament ist das Bekenntnis. Die Bibel fordert von dem Sünder Anerkenntnis und Bekenntnis seiner ganzen Schuld Entschuldigung, vor der von ihm beleidigten Majestät Gottes. Zitat, der da ist selbst die Barmherzigkeit und Vergebung. Ende Zitat. Und gegenseitiges die beladenen Seelen erleichterndes Schuldbekenntnis der Gläubigen untereinander. Nirgend aber begehrt sie, wie Rom tut, das Bekenntnis der einzelnen Sünden vor dem Priester oder Ältesten, also Bischof, noch weniger verschließt sie die Tore des Paradieses jedem, der ein derartiges Bekenntnis verweigert. Der Satz war sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, ihr habt ihn gut verstanden. Wir lesen ihn direkt noch einmal, weil das muss man wirklich gut einsinken lassen und verarbeiten. Die Bibel fordert von dem Sünder Anerkenntnis und Bekenntnis seiner ganzen Schuld vor der von ihm beleidigten Majestät Gottes, der da ist, selbst Barmherzigkeit und Vergebung, und gegenseitiges, die beladenen Seelen erleichterndes Schuldbekenntnis der Gläubigen untereinander. Übrigens, erleichterndes Schuldbekenntnis der Gläubigen untereinander. Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, hat Petrus gefragt. 7-mal, und Jesus' Antwort war nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Ich gehe da jetzt nicht darauf ein, was seine Antwort bedeutet, das tue ich in anderen Stellen. Aber hier geht es darum, dass man sich Schuld auflädt und Schuld bekennen muss gegenüber seinem Mitmenschen. Und das ist was anderes als Sünden begehen gegenüber Gott. Sünden begehe ich gegenüber meinem Schöpfer. Schuld kann ich auch gegenüber einem anderen Gläubigen, meinem Bruder, begegnen. Und da muss ich mich dann für entschuldigen. Das ist ein himmelweiter Unterschied, mal eben ganz deutlich gesagt. Ja? Deswegen hier die Dinge nicht durcheinander werfen. Da muss man eben gut einen Unterschied machen, wenn wir das hier lesen. Also den Satz jetzt nochmal. Die Bibel fordert von dem Sünder Anerkenntnis und Bekenntnis seiner ganzen Schuld vor der von ihm beleidigten Majestät Gottes und gegenseitiges, die beladenen Seelen erleichterndes Schuldbekenntnis der Gläubigen untereinander. Nirgends aber begehrt die Bibel, wie Rom tut, das Bekenntnis der einzelnen Sünden, also eine Aufzählung der einzelnen Sünden und dann auch noch geordnet nach Schwere und so weiter, vor dem Priester oder Bischof. Noch weniger verschließt sie die Tore des Paradieses jedem, der ein derartiges Bekenntnis verweigert. Es liegt jedem Büßenden ob, oder es obliegt jedem Büßenden, wie wir heute wohl sagen würden, sagt das Tridentiner Konzil, alle todeswürdigen Sünden, deren er sich nach genauer Erforschung seines Herzens bewusst ist, in der Beichte herzuerzählen und nicht die geheimste, sei sie auch bloß gegen das 9. oder 10. Gebot des Gesetzes gerichtet, zu verhehlen. Ja, hier kommen wir jetzt in eine kleine Bemerkung von mir, mit der ich wahrscheinlich auch die Lesung heute abschließen werde, denke ich mal, angesehen, dass wir schon bei 56 Minuten sind. Der Punkt ist der folgende hier. Bedenke hier zwei Dinge. Ich habe ja gesagt, über die 2 Gebote. Es geht ja hier über das 9. und 10. Gebot. Hier müssen wir 2 Dinge bedenken. Die römisch-katholische Kirche zählt die Gebote anders, da sie das 2. Gebot gestrichen haben. Also ist Gebot Nummer 9 und Nummer 10, das bei ihnen das 10. im Original geteilt in 2 Teile. Lese zum besseren Verständnis von Alfonso Liguori sein Werk über Moraltheologie oder schaue auch meine Lesung davon hier in der Videospielliste systematischer katholischer Kindesmissbrauch ab Video Nummer 7. Da habe ich dieses Buch von, das ist glaube ich nicht ab Video Nummer 7, sondern ich glaube, ab Nummer 7 habe ich dann das Buch von Alfonso Liguori damals zusammen mit Victor gelesen und erklärt. Da laufen einem wirklich eiskalter Schauer über den Rücken, wenn man das liest, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist sehr, sehr starker Tobak. Na? Also, nicht vergessen, wenn die römisch-katholische Kirche sagt, hier, es liegt jedem Büßenden ob, sagt das Tridentiner Konzil, alle todeswürdigen Sünden, deren er sich nach genauer Erforschung seines Herzens bewusst ist, in der Beichte herzuerzählen und nicht die geheimste, sei sie auch bloß gegen das 9. oder 10. Gebot des Gesetzes gerichtet, zu verhehlen. Also, das 9. oder 10. Gebot ist eben, dass du sollst nicht begehren, ne? Weil die haben das ja geteilt. Ne? Bei denen ist das 9. und 10, du sollst nicht begehren deines Nachbarn Frauen, Nummer 9, und Nummer 10, du sollst nicht begehren deines Nachbarn Haus, Esel, Magd, Knecht oder sonstiges Eigentum, das deines Nachbarn ist. Da geht es also nur um diese 2 Gebote, wobei normalerweise das 9. Gebot, meine ich, wenn ich richtig liege, Michael, verbessere mich bitte, wenn ich verkehrt bin, das 9. Gebot ist, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten, und das 10. ist, du sollst nicht begehren deines Nachbarn Frau, aber auch nicht deines Nachbarn Haus, Esel, Magd, Knecht und so weiter und so weiter. Da ist es eben nicht geteilt. Das 9. ist das mit der Lüge. Ne, Michael, stimmt das? Ja, wird wohl stimmen. Ja. Danke. Ja, Schweigen ist Zustimmung, da habe ich recht gehabt in diesem Punkt. So schnell bin ich nie am Knopf. Nee, es ist ja auch nicht so wild. Aber du bist ja da, das ist ja wichtig. Also bedenkt das bitte, ne? Was der Autor hier sagt, oder was die römisch-katholische Kirche besser sagt, was der Tridentiner Konzil mit anderen Worten sagt: Es obliegt jedem Büßenden, alle todeswürdigen Sünden, denen er sich nach genauer Erforschung seines Herzens bewusst ist, in der Beichte herzuerzählen, und nicht die geheimste, sei sie auch bloß gegen das 9. oder 10. Gebot des Gesetzes gerichtet, zu verhehlen. Nun, was ich persönlich interessant finde an diesem Satz, deswegen wollte ich mit diesem Satz auch beschließen, weil es gibt ja noch ein wenig Kommentar drüber zu geben, den wir uns eben mal anhören wollen oder zusammen besprechen wollen, ist der Punkt, dass hier die römisch-katholische Kirche einen Unterschied in den Sünden macht. Ihr habt ja auch sicher solche Filme gesehen wie Seven, ne? 7, wo das um diese 7 Todsünden geht. Komischerweise habe ich in der Bibel da nichts von gefunden. In der Bibel steht ganz deutlich drin, die Übertretung des Gesetzes ist Sünde und der Lohn der Sünde ist der Tod. Das steht in der Bibel. Da steht nicht drin, die eine Sünde zieht das zur Folge nach sich, die andere Sünde das. Nein, da steht ganz deutlich drin, die Übertretung des Gesetzes ist Sünde und der Lohn der Sünde ist der Tod. Also, wenn ich weiß, was das Gesetz ist und ich übertrete das Gesetz, dann weiß ich, dass ich sündige und dass ich dafür sterben werde. Die römisch-katholische Kirche fängt jetzt an, es kompliziert zu machen und stuft die Sünden ab in normale Sünden, sage ich jetzt mal, dann Sexualsünden und Todsünden. Ja, das sind so die 3 Sünden, die ich von der römisch-katholischen Kirche kenne. Vielleicht gibt es noch viel mehr. Ich bin ja auch kein Katholik, auch nie gewesen, deswegen weiß ich das alles so nicht. Ich weiß nur, dass es bei ihnen bestimmte Todsünden gibt. Und hier sehen wir ja auch die Abstufung. Ich muss alle Sünden beichten, nach ganz genauer Erforschung meines Herzens. Also ich muss alle Sünden hochholen. Und ich darf auch nicht die geheimste verheimlichen, die also vielleicht mit anderen Geboten zu tun hat, also zum Beispiel dem römisch-katholischen 5., oder 6., oder 7., oder 8. oder 9. oder 10. Ja, selbst wenn es nur das 9. oder das 10. ist. Also mit anderen Worten, die römisch-katholische Kirche schwächt hier das im Original 10. Gebot, das bei ihr aufgeteilte, also 9. und 10. Gebot, ab gegenüber den anderen. Nach dem Motto: Das Begehren dessen, was mein Nachbar hat, seine Frau oder sein Haus oder seine Esel oder alles, das ist eine nicht so schlimme Sünde wie die anderen Sünden. Genau das steht hier drin, wenn man es richtig liest. Und dafür machen wir ja diese Buchbesprechung, um euch zu helfen, dass, wenn ich dieses Buch lese, dass ich euch probiere zu erklären, wie der Autor das hier genau meint. Die römisch-katholische Kirche stuft hier in den Sünden ab. Und das, meine Lieben, ist eine Lehre, die ihr in der Bibel niemals finden werdet. In der Bibel steht ganz klar geschrieben: Die Übertretung des Gesetzes ist Sünde und der Lohn der Sünde ist der Tod. Punkt. Es gibt keine anderen Sünden, mit anderen Worten, nach der Bibel der Lehre, als die Todsünde. Jede Sünde kann nur mit dem Tod vergolten werden. Das lehrt die Bibel. Die römisch-katholische Kirche stuft da ab. Genau deswegen ist es auch wichtig, sich diese Moraltheologie von Alfonso Liguori, die ich hier ja empfohlen habe, sich anzuschauen. Tut das mal. Meine Spiellisten sind ja entweder in der Beschreibungsbox dieses Videos unten angefügt oder aber auf meine Kanäle stehen die Spiellisten damit bei. Da müsst ihr mal durch die Spiellisten browsen, also durchklicken, euch das angucken, die verschiedenen Spiellisten anschauen. Und wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr sie immer stellen im Kommentar. Und da werde ich euch zur Not den Link der desbetreffenden Spielliste, wenn ihr sie nicht findet, da in den Kommentar als Antwort mit reingeben, dass ihr euch das da anschauen könnt. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, dieses kleine Kapitel, was ja, glaube ich, nur 6 Seiten hat, von 299 bis Seite 305, geht, heute lesen zu können. Aber ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass der Heilige Geist mich wieder in eine wundervolle Lesung und Erkenntnis führt, dass mir dieser Punkt über diese Erfüllung der 70. Jahrwoche durch die Apostel auf die Art und Weise so deutlich gemacht wird, dass ich euch das hier auch noch mitteilen konnte und dass wir deswegen da einen Großteil der Zeit drüber gesprochen haben. Ich möchte mich auch bei meinen aktiven Zuhörern und halt aktiven Begleitern dieser Sendung, Marius, Alexander und Michael bedanken. Das sind, glaube ich, die einzigen drei, die ich hier gehört habe. Sonst entschuldige ich mich, wenn das noch einer war, den ich jetzt nicht genannt habe. Danke für eure Beiträge damit bei. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen oder Bemerkungen, und zwar seriöse, ernst gemeinte Bemerkungen zu diesem Video habt, dann stellt die gerne in der Kommentarsektion. Und ernst gemeinte und ernstige Fragen werde ich auch immer beantworten. Dinge, die der Beantwortung nicht würdig sind, mit solchen Dingen kann ich mich alleine schon aufgrund der Anzahl der Kommentare, die ich bekomme, und der Anfragen und der Menge der Videos, die ich hochlade, da kann ich mich einfach nicht mit beschäftigen. Also erlaubt mir bitte, dass ich da eine Unterscheidung mache zwischen den Kommentaren, die ich für verantwortungswürdig beachte oder nicht. Und außerdem wird das auch jeder selbst wissen, wenn er den Kommentar schreibt, ob er da jetzt eine Antwort drauf erwarten sollte oder nicht. Das nochmal eben zu dem Thema. Ja, nächstes Mal fahren wir dann fort mit der Buße und der Beichte. Und da kommen noch einige Dinge ans Licht, weil da sind noch ganz viele Dinge, über die ich sprechen wollte, die heute gar nicht ans Thema gekommen sind, eben weil uns die Zeit mehr oder weniger weggelaufen ist. Aber wie es immer so ist, mit Buchlesung und allem drum und dran, ist es wichtig, ein vernünftiges Fundament zu richten oder aufzubauen. Und ich glaube, dass wir hier ein gutes Fundament gelegt haben, um ganz deutlich den Unterschied klarzumachen, was die Bibel auf der einen Seite lehrt und was die römisch-katholische Kirche vor allen Dingen in dem Tridentiner Konzil auf der anderen Seite lehrt. Und dass wir sehen, dass die beiden Dinge gar nicht gut miteinander zu verbinden sind. Von daher möchte ich mich herzlich bedanken für euer Zuschauen und euer Zuhören. Und ich hoffe, dass ihr mich auch nächstes Mal wieder begleitet bei dieser Lesung. Und da höre ich den Alexander Reusmann, der, glaube ich, nochmal einen Kommentar geben möchte zum Schluss. Ne, das bin ich. Marius, Entschuldigung. Wenn das nicht allzu lange wird, wollte ich noch eine Bemerkung machen, noch einen Kritikpunkt zu der katholischen Beichte. Du musst dir um die Zeit keine Sorgen machen. Ich bin fertig mit meiner Lesung. Wenn du jetzt noch 5 Minuten Kommentar hast, dann hast du den. Das ist überhaupt kein Problem. Die Zeit bekommst du. Wird's nicht. Die Zeit bekommst du. Mach mal. Ja, ich habe ja öfter an der Beichte teilgenommen, und was mir jetzt aufgefallen ist, man muss ja auch bereuen. Also das heißt, das Ritual ohne geistige Beteiligung wirkt ja auch nicht bei den Katholischen. Das heißt, man bekennt da von dem Priester seine Sünden, man bekommt da irgendwas aufgelegt, und dann gleichzeitig muss man auch bereuen, sonst wirkt es nicht. Wenn man aber, bevor man aber rausgeht, sagt der Priester, dir sind die Sünden jetzt erlassen oder nicht. Aber meistens sagt er ja, dir sind die Sünden erlassen, obwohl er gar nicht weiß, ob ich wirklich bereue. Für ihn ist das wahrscheinlich schon bereuen genug, dass du überhaupt in den Beichtstuhl kommst. Das ist für ihn wohl schon ein Zeichen der Reue. Naja, ich könnte ja da auch hingekommen sein, einfach mal, was ich aufgeschrieben habe oder auch mir auswendig gelernt habe, nachplappern und da wieder so rausgehen. Natürlich, ohne irgendwelches Bereuen natürlich. Und so weiter. Aber wenn du das machst, dann bist du ja folgend der römisch-katholischen Kirche verdammt. Auch wenn du geistige Reservationen gebrauchen würdest, was nur innerhalb der römisch-katholischen Hierarchie erlaubt ist. Die gebrauchen ja geistige Reservationen so viel, wie sie lustig sind. Deswegen können die ja auch alle schwören, was sie wollen. Das hat ja sowieso keinen Wert. Die Beichten eines Menschen in der römisch-katholischen Hierarchie sind überhaupt nichts wert, weil die immer geistige Reservationen, also geistige, wie nennt man das, Vorbehalte einrufen können. Das lernt man unter anderem bei den Moraldoktoren wie Alfonso Liguori, wie bei Hermann Busenbaum, wie bei Suarez und wie sie noch alle heißen. Da gibt es also eine ganze Menge römisch-katholische Morallehrer oder auch Doktoren der römisch-katholischen Kirche. Ja, die haben wirklich diesen Titel Doktor der römisch-katholischen Kirche. Das sind die ganz besonders verehrten Menschen in dieser römisch-katholischen Kirche mit ihren Lehren zur Moraltheologie. Lest euch das mal durch. Ich sage euch, euch fallen die Augen aus den Karkassen, wenn ihr das lest. Ihr wollt es nicht glauben, das ist wirklich wahr. Das lehrt die römisch-katholische Kirche, wenn man also da geistige Vorbehalte hat. Aber der Laie, also der normale Mensch, das heißt, ein Laie ist ja derjenige, der nicht in der römisch-katholischen Hierarchie irgendwie ist, sondern der normale Gläubige, sagen wir jetzt mal, der darf das natürlich nicht. Das heißt, es gibt da im Beichtstuhl noch ein paar, eine oder zwei Begleitsachen, die erfüllt sein müssen, um Vergebung zu bekommen. Das kann der Priester nicht wissen, ob das erfüllt sind, und trotzdem spricht er die Absolution aus. Also was ist dann diese Absolution wert, die er spricht? Was ist sie denn sowieso wert? Ja, ja. Aber ist noch ein Punkt, der das noch unterstreicht. Der gibt die Absolution, ohne zu wissen, dass die Begleitumstände da auch alle stimmen. Ja, das stimmt. Ja, das wollte ich nur gesagt haben, so als aus Erfahrung. Ja, prima. Eigene Erfahrung ist ja immer schön, hier mit einarbeiten zu können. Und das ist ja auch das Ziel. Und vor allen Dingen dann von jemandem, der eben aus diesem System rauskommt und erkannt hat, wie falsch dieses System ist. Danke, Marius, dafür. Ja, und dann, wie gesagt, bleibt mir im Grunde nur noch, um zu hoffen, dass ihr auch in der nächsten Sendung wieder dabei sein werdet und in der Zwischenzeit eure Bibel in die Hand nehmt und versteht und nachlest, dass das, was ich hier heute erklärt habe und was meine Brüder hier zusammen mit mir erklärt haben, dass das sich basiert auf der Bibel. Seid bitte wie die guten Berührer, Apostelgeschichte 17, Vers 11. Messt alles in dieser Welt, messt alles Gesagte an der Bibel, und nur wenn es im Licht der Bibel Bestand hat, dann behaltet es und ansonsten verwerft es. Also, bis zum nächsten Mal. Möge Gott euch behüten, schützen und segnen. Lest eure Bibel. Maranatha.